Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Wir sollen jetzt diese Dinger hier symmetrisch anordnen. Ich hoffe, dass ich das hier richtig mache. Wieso kann ich denn da nicht hinspringen? Das ist hier die Frage. Einmal hin. Und jetzt wieder hoch. Und weg damit. Dann wollen wir mal dahin. Weil da haben wir wieder eins, was funktioniert. Haben wir da mal hin. So, und jetzt brauchen wir ja nur noch eins. Haben wir noch eins, was funktioniert? Da, hallo. Springen wir hin, geht schneller. Den Rest müssen wir ja eh wieder laufen. Jetzt so, piu, einfach da reinschießen. Warte, ein Versuch ist es wert. Okay. Kommunikationsarray wieder online. Empfang von Nachrichten möglich. Gut. Das war's. Es funktioniert. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld zur Wähler. Kann ich jetzt irgendwas so rumlaufen? Okay, kann ich. Jetzt soll ich das Kommunikationssignal Ende der Schwerelosigkeit zur Wähler schicken. Dann sagen wir, na, hallo? Hm? Wie geht's? Ja, gut. Und dir? Auch gut. Was machst du gerade? Ja, Musik hören. Und du? Ein bisschen daddeln. Okay. So. Und entweder man chattet weiter oder man hat kein Thema und dann ist es meistens vorbei. Ich habe gerade einen Krümel auf dem Mauspad, weil ich gerade Chips gegessen habe. So. Frechheit. Frechheit. So, muss ich jetzt lang? Ach so. Gut, wäre ich jetzt einfach dran vorbeigefahren. Hier spricht die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Nein. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Nein. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser sicher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Wähler, Wähler kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Scheiße! Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Nein, Alter, was ist das für eine Scheiße?
Werden die Biester jetzt auch noch intelligent oder was, Mann? Ey, scheiße, jetzt. Das wäre jetzt die einzige Rettung schon wieder gewesen und nö. Natürlich. Mal hier wieder uns unten Endgegner stellen. Lebt aber keiner, oder? Okay. So eine verdammte KK. Jetzt hätten wir endlich mal eine Rettung gehabt. Und jetzt nehmen die da die... Ich meine, es ist ja nicht falsch, die Rettungskapsel aufzuheben, aber... Einfach... Warum kann die nicht irgendwie auch mal... Die müssen doch auch mal irgendwie einen Scan machen, ob da, keine Ahnung, Sprengsätze drin sind oder sowas. Ich meine, könnte gut möglich sein, dass da irgendjemand so halt einen Anschlag verüben will. Wir müssen ja irgendwie mal gucken, ob das überhaupt sicher ist. Wenn denn da irgend so ein Mutant drin ist, dann müssen die auch einfach mal so sagen, ja, okay, denkt mir einfach mal nach, ausnahmsweise. Nein, das nehmen wir jetzt nicht an Bord. Und gleich mal hier abspeichern. Und dann danach, wenn ich es geschafft habe, auch gleich wieder. Manuelle Überbrückung initiiert. What the fuck? Von der USG Ishimura, komm! Öffnen Sie nicht die Rettungskapsel! USM Baylor, hier ist Kendra Daniels von der USG Ishimura, bitte kommen! Öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel! Antworten Sie doch verdammt nochmal!
Nein. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiß auf den CEC und scheiß auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Vela finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Alot. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Fachbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Okay. Ja, wer weiß. Wer hat jetzt sein Signal blockiert? Ausrede? Oder ist die Tussi doch nicht lieb? Oder what the fuck? Ach, kann man das Schiff von hier sehen? Nee. Wer weiß, vielleicht ist ja jetzt auch die Frau da die ganze Zeit gar nicht so lieb. Aber sie steckt ja mit uns drin. Warum sollte sie böse sein? Und so ballerballer ist sie ja noch nicht, um einfach mal so zu sagen, nein, Isaac gehört mir, ich blockiere jetzt dein Signal. Das ist ein bisschen unlogisch. Von meiner Frau, das war wieder nur eine alte Videoaufnahme, glaube ich. Wer kann jetzt sein Signal blockieren? Ich glaube irgendwie nicht so stark dran, dass der dieser verrückte Professor da irgendwie jetzt noch was mit zu tun hat. Boah. Boah, wie er ausrastet. Okay. Noch was ist hier nicht? Aha. Jetzt muss ich ja nicht schon wieder sofort speichern. Hoffe ich mal. Da wollen wir hin. Och Gott, ey. Aber der Boss war jetzt auch schon wieder ein bisschen härter. Das hört sich nicht gut an. Nein, schon mehr. Egal, ich hau einfach ab. Ich habe keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen. Her. Nein! Nein! Ist nicht euer Ernst? Lasst mich mal in Ruhe! Hallo, was habe ich euch getan? Ja, darf ich jetzt hier mal durch? Schlampen, Alter. Ja, bleibt mal da, ihr kleinen Drecksäcke. Alter, Falter. Kapitel 8 geschafft. Suchen und retten.
ja, wer hat uns gerettet, wer hat uns gesucht, also naja, die sind auf uns zugekommen, aber wirklich viel gebracht hat es uns ja noch nicht. Jetzt gehen wir wieder in den Frachtraum. Tod bei Ankunft. Ja, so war's. Zerstücken Sie Ihre Gegner, um sie schnell zu töten und Munition zu sparen. Was könnte jetzt noch passieren? Also, ehrlich gesagt, so wie das Spiel bis jetzt verlaufen ist, glaube ich nicht, dass wir jetzt hier ankommen, das Teil finden, zu irgendeinem anderen Schiff rennen können und es da einbauen und dann ist alles paletti. Glaube ich ganz ehrlich gesagt nicht. Neuntes Kapitel. Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde da. Peng. There's something about. Peng. Peng. Ja, der Part ist zu Ende. Und ihr wisst, was wir zu tun haben. Singularitätskern holen und nichts wie weg hier. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.